Willkommen zurück zu Legend of the Link to the Past. In der letzten Folge haben wir das Amulett des Mutes errungen. Wir haben ein Herzteil gefunden, wir haben Sahasra die Pegasus-Schuhe bekommen. Wir konnten jetzt rennen und sind jetzt auf dem Weg zum östlichen Teil der Hyrule-Sees, um den Eisstab zu holen. So, jetzt muss man hier die Typen alle besiegen, um diese Türe zu öffnen. Ich habe es damals entweder mit Bomben rübergeschmissen, versucht oder mit Pfeilen, aber es gibt einen einfachen Weg. Der war auch nett. Nämlich diesen. Ob der jetzt ein Bug ist oder nett, das kann ich euch nicht sagen. Oder ob das gewollt ist. So. Auf jeden Fall. Vielleicht ist es halt. Die Bomben verbrauchen. Nee, es geht nur rund. Okay. Nein. Und hier haben wir einen Dieb. Das muss aber unter sein. Das ist schon 300 Rubine. Wunderbar. Hier müssen wir was finden. Wir haben Bogen. Komm, wunderbar, Leute. Das ist der Kleiner. Tausch machen. Sag ich das mal einfach. Weiter. Oder? Aufpassen. Das ist ein bisschen zu gefährlich. So, wandeln und Elektrizitätswerk. Wir sollten nicht mit dem schwachen Schwert raufgehen. Sonst passiert nämlich das. Bin ich zu früh da? Richtig, bin ich? Ich bin mir jetzt nicht mehr wirklich nicht mehr sicher, muss ich zugeben. Brauchte ich die Handschuhe nicht. Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Achte auf deine Magieanzeige. Lass euch aufpassen. War das dann schnell mal ein bisschen übermütig. Weil wenn wir mit den Handschuhen kommen, die Steine und dem und auch die komische riesige Dinge. Und darunter ist ein Geheimgang. Wir uns ein bringt der uns dann erzählt von mir, wenn wir mit dem Roman gegen bekommen und dann fliegen. Dann. Und ich muss meine Aufnahme Pause machen. Bis dann. Und da sind wir wieder. Leider musste ich gerade einen kleinen Cut machen, da es Mittagessen gab. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Dorf Kakariko, um uns dort das Buch Mudora zu besorgen, um damit die zweite Festung zu öffnen. Aber zuerst, schau mal. Wie sah es aus bei uns hier? Oh, eine können wir noch. Ja. So, Eisstab haben wir gerade geholt. Dann wollen wir uns mal auf den Weg zum Dorf Kakariko machen. Oh, schon vorbeigeschlichen. Entschuldigung. Die einen nicht bemerken immer. Die merken einen immer, wenn es zu spät ist. Du auch. Zack, zack, zack. Halt, da wollen wir nicht rein. Aber hier wollen wir rein. Und so ein Herz da besorgen. So. Die Brüder, hier, haben sich irgendwie verstritten, keine Ahnung weshalb. Ich hatte mit einem Bruder einen Riesenstreit, deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Ja, tolle Aussage. Hier ist aber keine Möglichkeit, einen Streit zu lösen. Also, auf und schon wieder vertragen, Leute. So. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Und dieser Preis wird das Herzteil sein.
Mal sehen, wie weit wir, ob wir es schaffen oder nicht. Ich denke auch mal, kein Problem durch diese Abkürzung hier. Und bei diesem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten und 11 Sekunden. Super, Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis, ein Herz da. Ja. Danke sehr. Und wir haben einen kompletten Herzcontainer voll, wie wundervoll. Zack. Ja, mal loslegen. Upsa. So. Bücherei. Und da kriegen wir das Buch. Zack. Du hast das Buch Mudora. Damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Ja, super. Das heißt, wir können in den zweiten Tempel. Einen Wüstentempel. Um genau zu sein. So, hier lang, ups, verkehrte Taste. Bisschen leiser machen. Ist schon leise. Zack, zack. Na? So, jetzt krieg ich wieder. So. Da lang, da lang. Zack, zack. Ja, hier brauchen wir den Hammer, den kriegen wir jetzt in der Schattenwelt. Komm her, du feige Sau. Scheiß Scharfschütze da. Nein. Verstecken sich auch überall die Kerle. Bulle, Piepmatz wieder. Ja. Ja, brauchen wir einen Handschuh für. Und den erhalten wir jetzt im Wüstentempel. Aber bevor wir dahin gehen, holen wir uns noch als nächstes Herzteil. Scheiß Kakteen. Zack, zack. So. Kerl, der wird uns jetzt über das Buch Mudura erzählen. Dies ist das Buch Mudura. Mit ihm kannst du die Sprache der Hylia übersetzen, ja. Wären wir jetzt hier und hätten das Buch noch nicht, hätte er uns gesagt, wir sollen uns im halt in der Bibliothek besorgen. So, Bombe. Kleines Buch kann man da nicht verwenden. So. Ein Bumerang. Dann holen wir uns doch das nächste Herzteil. Du hast ein Herzteil gefunden. Schön. Upsa. Das war nicht der Sinn des Planes. So, jetzt haben wir schon noch ein paar. Oh, scheiß Kaktus. Jetzt kommen schon diese scheiß Sandmänner. Da sind sie schon. Oh, wieder so ein blöder Piepmatz. So. Scheiß Sandmann, ey. Es sind noch keine 7 Uhr ab, nach ab verschwinde. Es ist noch nicht Zeit, schlafen zu gehen. So. Oh, schreckt zwei Vögel. Nein. Das wollen wir doch. Sprich mal diese Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. Was wünschen wir uns denn? Was wünschen wir uns denn? Ah, ich weiß. Dass der Weg sich öffnet, ganz einfach. Und jetzt kommt mein absoluter Hass Dungeon. Den habe ich als Kind gehasst wie sonst was. Reins Katastrophe mit dem. Warum? Das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar, nein, nicht wegen denen, sondern wegen denen. Könnt manchmal einen echt den letzten Nerv rauben. So. Das Sumpf hier erledigen. Zack. Ah, und da sind ja wieder meine Spezies. Na komm, kriegst du Kübel an den Kopf. Ja, hier war was. Der Schalter. Guck mal die Karte. So.
Und dann müssen wir jetzt hier wieder raus. Nach links. Und hier den Schlüssel holen. Wunderbar ist, hier kann man sich schön hinter dem verstecken. Haha, kann man so wunderbar austricksen. So. Was? Ja, verstecken muss Grund sein. Konnte ich früher nie. Beim Versteckspiel war ich immer der Erste, der gefunden wurde. Meistens zumindest. Ich konnte das nie wirklich gut. Ja. So. Und hier, für jeden Rüpel. Ein Kübel, aber das hat sich erledigt. So. Jetzt machen wir hier. Tür zu. Alle Gegner killen. Hat es wieder nicht gesehen. Wie schön. Und der Kompass. So. Zack. Und hier kann man normalerweise auch durchquatschen. Genau. Der große Schlüssel. Du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleines so vorher versagen. Ja, wunderbar. Jetzt können wir uns nämlich die große Truhe vornehmen. Und zwar befindet sich da drin ein Power-Handschuh, mit dem wir endlich Steine heben können. Na, scheiß mal drauf. Verdammt, jetzt bin ich an der scheiß Truhe vorbeigelaufen. Toll, super intelligent gemacht. Platte war hier, genau. Und da ist die. Und jetzt kriegen wir den Powerhandschuh. Oder Krafthandschuh, so hieß er, genau. Du hast den Krafthandschuh. Spürst du die Kraft in seinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Ja, wunderbar. Wohl angemerkt, wohl nur die weißen. Es gibt auch noch schwarze, dafür brauchen wir einen zweiten Hand. Zweiten Handschuh, den erhalten wir aber erst in einem Dungeon in der Schattenwelt. Cheska. So. Hier direkt raus da oben, da ist nur ein Feenbrunnen, aber da wir ja alle Feen haben, ist das nicht vonnöten. So. Und die Zeit wird langsam knapp, aber wir holen uns noch das Herzteil hier. So. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wo wir dann den Boss bekämpfen. Bis dahin. Ciao.